Der Ferguson tut sich ziemlich schwer. Ah, der Ferguson, der ist gar nicht mal so geil. Energies Halle. Eck. Ja. Wir fahren bei einer Spedition, okay. Ich glaube, es kommt ganz auf den Beruf an, was du machst, wenn du einen Nachtdienst hast. Ja. Also ich glaube, so fahren und so eine Scherze ist vielleicht nachts entspannter, wenn du wirklich nur Autobahn fahren musst. Wenn du dann irgendwo dann in der Stadt rangieren musst, ist, glaube ich, nachts fahren dann doch gar nicht mal mehr so viel entspannter. Oder? Aber ich denke, also Autobahn, also ich persönlich fahre auch gerne Autobahn nachts lieber, weil es einfach Knallgas durch und nicht so viele Mongos auf der Straße und das läuft besser. Aber ich kann mir auch Jobs vorstellen, gerade wenn du auf andere Leute angewiesen bist, dass da nachts arbeiten echt gar nicht mal so geil ist. So, ich denke, Krankenschwestern oder Ärzte oder sowas, wenn die da nachts dann irgendwie was Dringendes brauchen oder sowas, dann holler die Waldfee. Ja, Freddy, ja, bestimmt. Der King Vision, hi na. Die, Dirk? Ja. Das Design vom Grubban zum Beispiel, ne? Nach dem Ja. Grubban, kann man das ändern? Oder ist das vom Spiel fest? Du meinst die Textur, die Bodentextur? Die Bodentextur, genau. Kannst du anpassen, du kannst austauschen, wenn du willst. Okay. Ja, manchen liegt es halt mehr, manchen weniger. Das ist halt einfach so, ja. Prost! Fahre fast eine Bundesstraße, okay? Ja, wenn man, fährst du denn die gleichen Strecken? Oder sind das unterschiedliche? Ich glaube, die Sicherheit kommt auch vor allem, wenn du sehr viel und sehr häufig die gleichen Strecken fährst. Wenn du einfach ganz genau weißt, wo was ist, ohne halt großartig nachdenken zu müssen. Damit kommt die Sicherheit. Ja. Wenn du. Was? Auf jeden Fall. Also bei Dadurch mir. spielt sich Routine ein und Ja. durch die Routine wirst du sehr schnell unkonzentriert, weil du der Meinung bist, du weißt sowieso alles und kennst alles. Das. Kann man so und so sehen. Also ich von mir weiß das auf jeden Fall, dass wenn ich eine Strecke zum ersten Mal fahre, deutlich nervöser bin und viel mehr Fehler mache, als wenn ich die Standardstrecke von mir zu meinen Eltern fahre. Also jetzt nicht, ne?
aber da passieren deutlich schneller Fehler, weil du einfach auf viele Sachen, ich will nicht sagen, mehr achten musst, aber zum Beispiel, da ist dann noch das Navi an und dies und das und du weißt einfach, kennst einfach die ganzen Strecken nicht und dann, weiß ich nicht. Wenn du eine Strecke immer wieder die gleiche fährst, dann wirst du ganz schnell müde. Das mag so sein, ja. Weil du die Strecke kennst und dann brauchst du dich nicht mehr konzentrieren, weil du die Strecke kennst. Und das ist so. Ich habe 2,5 Jahre lang ein und dieselbe Strecke gefahren. War mit alle 14 Tage wechselnd, aber nach 2 Tagen... nach 2 Tagen ging es dann schon so langsam los. Und du kannst Pkw-Fahren nicht mit Lkw-Fahren vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also im Pkw ist eine andere Sache. Da bist du viel wacher, weil du eine höhere Geschwindigkeit fährst. Aber 80, 85, 90, mach das mal mit dem Pkw, dann wirst du merken, irgendwann wird das sehr zäh. Besonders wenn du ganz viel lange Strecken geradeaus hast, mit wenig Kurven drin. Mhm. Das ist tatsächlich so. Jo. Lässt sich aber auch nicht vermeiden. Jeder, der behauptet, der sei noch nie fast am Lenkrad eingenickt, der LKW fährt, der lügt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, wenn du ja, die Sicherheit ist halt auch kontraproduktiv oder die Routine, da gebe ich dir recht, ja. Ja, das ist so. Bist du ganz schnell, ich weiß, was du meinst, ja. Also es ist... Wenn du jeden Tag eine andere Strecke fährst, von hier nach da, von da nach dort, so normalen Speditionsverkehr, das ist alles kein Thema. Überhaupt kein Problem. Aber fährst du immer wieder die gleiche Strecke, wiederkehrend, sei es auch nur ein Rundkurs, der sich jede Woche wiederholt. Wirklich. Du musst einfach alle Mods runterladen und dann kommst du ins TS. Dann sagst du einfach Heina, das ist die Parole. Heina. Und wenn dein Mikro und die Soundeinstellungen soweit passen, dann kannst du mitspielen, ja. Ganz einfach. Da 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 da. Musik ist der Key. Absenken. Knallgas geben. Dann muss ich noch das Vorgewende machen. Nachgewende, sagt man in dem Fall, ne? Einfach mal im Google eingeben, Teamspeak. Und dann gibt es da genug Links und Anleitungen und wie und was man da einrichten muss und so weiter. Wie lange fahre ich denn jetzt schon? Ach, das ist gar nicht mal so lange gut. Wieder keine Gülle gehabt. Der Simpson folgt uns. Danke. Sehr cool. In Sequenz. Aufdanken. Auf, danke. Hallo. Ich möchte gerne Gülle tanken. Bitte, danke, bitte. Ah, jetzt. Ja, die Mods, die musst du so runterladen. Da
Einfach mal dann halt zusammensuchen, ne? Muli-Vergons, danke, sehr cool. Sehr, sehr cool. Dankeschön, Dankeschön. Da. Push in Sequenz. Gerade wir um die Kurve drüber. Habe ich das Ding eigentlich eingeklappt? Nicht, dass ich damit. Ja, habe ich eingeklappt. Aber ich hänge fest. An einem bisschen größeren Kreis fahren. Ein bisschen größer, habe ich gesagt. Nicht in die Weizen-Dings da reinfahren. Ja, das kannst du machen. Da beißt dich keiner. Ich habe das G27 und das ist die Klettenberg in der Version 1.1 ohne den Zollmod. Ganz wichtig. Ohne Zollmod. Tippel, trappel, trippel, trappel, Pony. So, hopp. Rückwärts Gangus. So, noch ein Stückchen. Probieren wir das mal so. Fast. Wow. Chat! Ich kann euch gerade nicht verfolgen. Ich muss mich hier konzentrieren. Aber kann man sowieso nichts Neues. Gut. Dab, 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 dab. Der beste Hund? Verstehe ich nicht. Was ist ein Hund? Bei Werner gibt es einen Hund, ja, ab und zu im Hintergrund. Wobei ich das nicht als Hund nennen würde. Ganz ehrlich. Wadenbeißer. Ja. Ja. Oder Taschenratte. Was? Bau oder was? Bitte? Ja, irgendwie sowas in diese Richtung. Was er genau hat. Aber ist auf jeden Fall kein großer Hund. Nee, willst du nicht mal ein Haustier zulegen? Nee. Kein Fall. Auch keine Katze? Nee. Dafür bin ich viel zu selten zu Hause. Nein, falsch ausgedrückt. Viel zu häufig von zu Hause weg für mehrere Tage. Das ist nicht hilfreich dann. So, der Hut, der ist top. Super. Bester Hut in der Universe. Ich bin fertig mit Man. Soll ich jetzt weiter Man oder erstmal lassen mit Man? Du kannst dann schwaden, dann werde ich gleich Ballen pressen. Okay. Oh, komm rum. Ja. Das ist natürlich unvorteilhaft. Du kannst einfach mal das Spiel starten, nach dem BG-Mod-Server suchen. BG einfach, oder einfach nur BG eingeben, dann wirst du einen BG-Mod-Server sehen. Und da siehst du auf jeden Fall die ganzen Mods, wenn du da draufklickst und versuchst zu verbinden, siehst du die ganzen Mods, die dir noch fehlen.
So, und ich denke, im Laufe der Woche werde ich noch eine andere Seite online stellen, die einfach...